Ja. Also ich hätte da so eine Vermutung. Ja, ich bin gerade drauf und dran, aus weißer und roter Wolle einfach so eine Zielscheibe zu bauen. Vor seinem Haus. Ja, egal, es sind doch nur Hühner. Tja, ich weiß gar nicht, die Seiten von dem Haus so offen lassen beim Dachboden oder. Mit Barrels zu am besten. Ach, stimmt. So, Ronny, komm mal zu mir. Wo du da? Hui. Kommst jetzt deine Standpauke. Viel Spaß. Oha. Na, aber Ding, Ding. Ach so, siehst du? Einmal kurz. Chicken Egg Animalia. Animalia. Ja, voll Animale. Chicken. Was? Falsch geschrieben? Wie geht das? Animalia. Ach, Chicken Egg. Ich hab auch Mehrzahl. So, 6, 5, 5. Was? Oh. Bitte Doppelpunkt. Dammit! Animalia. Chicken Egg. Nee. Na, ist richtig geschrieben. Verarschen? Ach, Animalia. Denke mal wegen Animal. Ja, aber ich habe irgendwie scheinbar an Anime gedacht und hab A-N-E geschrieben. Wobei Anime wird auch mit A-N-I geschrieben. Was glaube ich? Ja, keine Ahnung. So. Auto. Bitte. Ich hab 65.000. Ja, mach mal weiter. Aber so nahtlang, weil ich muss einfach weiter weg. Ich muss erstmal. Oh, wieder weg. Oh Gott, nee, komm nicht auf den Turm. Schlecht. Aua. Verdammt. Aha. Da drüber. Ich schaffe es. Ja, so ein bisschen. Vielleicht wird der Server abwetten. Ja, ich treffe ins Weiße. Und noch ein Stück runter. Kein Stück runter. Aber. Heute gibt's Omelette zum Abendbrot. Das Problem ist, wir können die jetzt nicht mit Clear Objects entfernen. Das hier ist eine unangemeldete Großdemo. Ronny, bleib mal stehen, ich hab was für dich. Da. Herr Pfann. Oh nee, der Server lag ja jetzt schon. Ja, gut. Oh, ich hab was geworfen, das schwebt. Ja! Ich werde mal zum Fußgänger kurz. Oh, das ist wieder der Router, warte mal kurz. Holy moly. ja, ich gebe mir da mal eine Netherite Eggs und dann mache ich mal die Hühnchen da weg. Ich hatte ja da was, aber ich wollte es Ronny zuwerfen. Das schwebt so schön in der Luft. Oh, jetzt hab ich's. Ich mach einfach TNT. Oh mein Gott. Ich bin dann mal weg.de. Tschüss. Oh mein Gott, hier unten geht's weiter. Ah. Holy moly. Erzähl mal, beruhig dich wieder.
Er atmet. Er atmet. Was? Da habe ich doch gerade mal 1000 Eier geworfen. So viele war es noch gar nicht. Kommen Sie mal her, Fräulein. Ich hab mal ein Ach, kommen Sie mal her. Oh, das funktioniert. Voll mit Hühner, Entschuldige, das muss ich. Friendly Fires an. Also eins ist klar. Eier haben wir genug. Ups. Tut mir leid, aber es tut mir leid. Was? Aber du. Hä? Ich bin verwirrt. Ah, er hat endlich mitbekommen, dass ich gestorben bin. Ja, das hat lange gedauert. Ich hab erst gedacht, so viel Schaden hat's nicht gemacht. Aber dadurch, dass es doch alles Tiere sind, müsste doch Clear Mobs funktionieren, oder nicht? Ne, weil das von Animalia ist und die nicht funktionieren. Ah. Und die werden mich einmal durch TNT gesprengt, ich kann nicht mehr. Gut, ich liege auf der stabilen Seitenlage. Ich nutze mal die Zeit, um mich mal kurz zu verabschieden. Bis gleich. bin grad... Ja, weißt du was? Wir machen einfach kurz Clear Objects. Bin gerade wieder gespawnt. Bis gleich. Clear Objects. Bonnie, wenn jetzt irgendwas passiert, hast du das verursacht. Oh. 3, 2, 1, let's go. Alle Objekte bitte. Oh, sie sind gelöscht, danke. Wollen diese Objekte aber auch. Da wird was sich freuen. Die sind noch weg. Ich dachte erst, es hat nicht so viel Schaden gemacht, weil er noch da stand, auf einmal liegt er. Ups. Ja, so, jetzt haben wir die zweite Etage auch schon mal. Die Zielscheibe bauen wir auf jeden Fall ab. Felron, einen Vorschlag hätte ich noch. Und zwar die Tür ein bisschen anders machen. Also nicht so, was wir jetzt für die Häuser hatten. Ja, ein bisschen Abwechslung quasi. Ich guck gerade, was passen würde. Also was ich immer so ein bisschen als Überdachung mag, ist das hier. Also als Door. Ich würde schon sowas Offeneres nehmen, wenn du eine Tür nehmen willst. Also Eichentür oder so. Oder eine Dschungeltür, mal schauen. Nee, die ist zu offen. Ciao. So was könnte man nehmen. Ja, das sieht schick aus. Da bin ich wieder. Ja. Hui. Sehr gut. Das ist schick. Bin ja. Ich dabei. Du kannst jetzt vielleicht auch die Cherry Door hier aufhören, aber das passt nicht. Sieht schön aus, aber ich glaube, das passt nicht dazu. Passt ein bisschen zu lieblich für eine Taverne, hätte ich was gesagt. So. Die Tür guckt mich böse an, irgendwie. So, und alle Hütte wieder weg. Ja.
So. Oh, auf einmal fühle ich mich mal in meinem Haus so einsam und verlassen. Ach echt? Wo ist denn hier noch die Küche? Du kannst ja gar nichts kochen für die große Tafel, also wirklich. Na, Küche kommt als offene Küche und in den Wohnbereich. Da habe ich ja hier so ein bisschen Platz. Ach so, ich dachte schon. Weil viel ist ja in dem Sinne nicht. Ein Partykeller. Stimmt, einen Keller wollte ich noch bauen. Verdammt. Na gut, da kann ich gleich. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ey, aber wo du vielleicht einen Weinkeller bauen könntest, was ein bisschen komisch wäre, aber. Oder irgendein, weiß ich nicht was, Keller. Geheimkeller hier in der Ecke. Wenn man hier hinter das Haus geht, dann ist da so eine richtig dunkle Ecke. Was? Wo? Hier, den Weg entlang. Ich sehe wirklich jetzt nur. Ach, da hinten. Dann hier hinterm Haus. Dann hier rein. Und dann ist hier in der Ecke. Boah, jetzt ist ja richtig dunkler Ort zum Munkeln. Wow. Ja. Und dann keine Fenster. Hallo, starker Mann. Wollen Sie gleich hier bleiben? Aua! Ah! Oh! Das nicht so stürmisch! Schnell weg hier! Hilfe! Ich habe Fragen, die ich keine Antwort möchte. Aber begehren Sie mich so sehr, mein Herr? Bist du jetzt unter die Dichter und Denker oder unter die dichten Denker? Oh Gott. Ah, schön. Yay, Haus fertig. Und es ist sogar einigermaßen gut geworden. Yay. Einigermaßen. Nein. Hier oben fehlen noch Fenster. Aua, hä? Lol. So, die, die Spitzen tun weh? Naja, das ist eigentlich. Da bekommt man Damage. Yay. Hui. Wa. Aua. Wa. Aua. Aua. Was passiert mit mir? So. Nice. Achso, die Knöpfe lösen gar nicht aus, wenn es drüber läuft. Ah, okay. Ich würde, glaube ich, statt den Eichenholztreppen auf dem Dach, würde ich die anderen Dschungeltreppen nehmen. So. Gut. Felren, ich weiß gar nicht, dass du wusstest, dass ich so was stehe. Mehr davon, Meister. Das sind Dinge, von denen ich gar nichts wüsste. Wissen wir eigentlich schon, was wir jetzt hier genau beim Park machen wollen?
Marktplatz plus Park. Also, soll ich mich mal dran versuchen, da irgendwie einen Brunnen zu bauen? In die Mitte? Erstmal bräuchten wir ein bisschen Terraforming und einen Bogen. Achso. Ich kann dir da ein bisschen helfen. Von Terraforming habe ich überhaupt keinen Plan. Also ich weiß, dass du irgendwie ein Werkzeug gibst, aber. Nein, ich brauche kein Werkzeug. Dann mache ich aus Versehen eher die ganze Stadt platt. Macht man mit der Hand. Handwerk nennt man das. Bucket of Guano? Was zur Hölle? Hölle. Was gibt's hier für Sachen? Oh. Guano, Milk, Axolot, Cord, leere Eimer, Lava-Eimer, Flusswassereimer, Salmonellen! Oh mein Gott! Und nochmal Milch. Ah, Milch geht zweimal. Achso, einmal von Animalia und einmal von Mops. Ich will das ein bisschen gleich verteilen, einfach. Ist da ein bisschen in der Mitte. Das jetzt hier. So. Kannst du ja eigentlich schon mal überlegen, welche Blockpalette du möchtest, also mit welcher? Na, den Brunnen würde ich aus Marmor machen. Marmor, ja. Ja, den Boden glaube ich so aus Stone Bricks, Cracked, Cobble, Kies und so weiter. Willst du also richtig einen befestigten Boden haben, ja? Ja, also Bodenmarktplatz ist schon befestigt. Okay. Würde ich sagen, aber. Der Kette halt so gedacht, also so was mir halt so im Sinn, halt wie gesagt, in der Mitte so ein bisschen Brunnen und da halt so die Stände drumherum und dann, ja klar, bei den Ständen könnte man überlegen, wegen befestigten Boden, aber dass der Brunnen selber so ein bisschen grünt ist, außen drumherum vielleicht. Ja, aber ich meinte jetzt den Marktplatzboden generell. Ah. Den würde ich dann halt so ein bisschen mit Stonebricks machen. Hm. Er sagte, ich konzentriere mich erstmal auf den Boden und dann können wir gucken, wie wir denn den Boden drumherum bauen. Wie es denn genau im Konzept passt. Ja, dann baue ich jetzt einfach schon mal nebenbei. Marble. Achso, gibt's gar nicht. Nee, nimm einfach Granit, Andesit oder Diorit. Stimmt, Andesit hatte ich immer. Ja, oder Diorit. Diorit ist ein bisschen mehr. Diorit? Also vor allem polierte. Polierter Diorit, ah. Oder normaler. Der liegt ja. Ja, nee, ich nehme auf jeden Fall den normalen, weil der Polierter, der hat auch so eine grobe Struktur noch. Textur. Ja. Dann nehme ich den. Wenn du willst, darfst du da sogar später noch ein Wasserspiel reinmachen. Ein Wasserspiel? Ja, einfach, dass der Brunnen sich halt abwechselt. Dass der an und ausgeht. Oh Gott, da verlangt aber viel von mir. Kannst du ruhig einen größeren Brunnen machen, eigentlich. Okay. Also einen Block größer würde ich schon so sagen. Ding, ding, ding. Ja, entweder du machst jetzt hier zwei Einser hin oder du baust das so. Nee, das sieht ein bisschen zu viereckig aus. Da hätte ich jetzt eher gesagt, dass ich hier so lang gehe. Oder? Ja, okay. Okay. Nee, so ist es jetzt auch. Ich kann ja mal kurz Bildschirmabgriff anmachen. Weil von oben sieht das so aus. Ja, doch, das geht. Ja, doch, das geht. Ja. Okay.
Hast du denn sonst noch eingebaut? Ziegel. Ja, Mossi kann ich auch noch mit Zucker machen. Danke. Oh, ey, warum hab ich denn hier nichts? Ups, hallo. Ups. So. Es gibt sogar Kaffee. Das ist witzig. Nice. Da ist ja alles falsch. Erstens geht von X-Farming ein Salty Water Eimer. Und dann ist dieser aber entzündlich? Ja, wie soll ein nasser Eimer bitte entzündlich sein? Ich glaube, so sieht es besser aus, oder? Nee. Oder? Na, ist das nicht so blockig. Achso, da oben. Na, man könnte gucken, ob man da noch statt 10 Blöcken vielleicht Treppen nimmt, vielleicht. Damit es nicht so. Nach vorne so ganz so heftig aussieht, vielleicht. Mal schauen. Boink. Das sieht schön aus. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oben vielleicht nochmal, nee, oben Wasser. Vielleicht. Achso, da oben nochmal. Mal schauen, wie sich das verteilt. Wahrscheinlich verteilt sich das sowas von. Nee, das ja, vor allen Dingen ist es halt zu viel insgesamt. Das ist ja, das ist ja too much. Oh, man könnte theoretisch den auch aus Quarz bauen. Ach so. Dass man hier die Säulen wirklich säulig macht. Achso, der war aber auch wieder so eine Low-Textur, ne? Hm. Ja. Dann würde ich den Brunner komplett aus Quarz bauen. Na. So vielleicht. So neu ist die Quarzstruktur auch nur wieder nicht. Was? Nein, Low-Struktur, weil das ja so 16 Pixel ist. Genau. Von der Auflösung her und so. Oder wir machen einfach richtig so Badehausstruktur, machen sowas hier. Bitte nicht. Luminous Spaces, I'm coming. Ja? Wie ist denn jetzt noch quasi überhaupt Treppen? Ja, doch, gibt's. Dann kann man vielleicht hier nochmal. Nee, dann sieht man nicht mehr. Eben. Hier das bei den hohen Einumhandlung machen. Weil sonst ist das ja mit der Laufhöhe. Ha. Und vielleicht so, wenn symmetrisch. Weiß ich noch nicht so recht. Ja, wie gesagt, man kann ja hier später auch noch. Zum einen zum Gunsten des Marktplatzes und zum anderen halt auch, damit sie ein bisschen ebener ist, ja, da auch noch ein bisschen so Boden abtragen, damit es ein bisschen angeebnet quasi ist. Ja. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, hier nochmal eine leichte Erhöhung, wo ein Sitzplatz ist oder irgendwas Spezielles, eine Statue oder so. Na, eine Statue würde ich höchstens hier oben drauf bauen und dann die Sitzplätze so drumherum. So als Kreis. Ja. Das könnte natürlich auch gut werden. Aber in Statuen bauen, das muss definitiv jemand übernehmen. Also da, alles, was ich vielleicht hinbekomme, ist, keine Ahnung, ein Dirt Dick oder sowas. I don't know. Also. Die sind so schlecht weit. Die sind sehr weit. Was ist weit? Wir sind weit mit dem Dorf. Ja, ich habe jetzt in der Zeit, ich bin am dritten Haus. Ja.
wenn du auch schauen magst, insgesamt, wie das so geworden ist. Boing. Auch ja, das, was ich fertig gemacht habe. Ich finde, wenn man das so von oben oder ein bisschen von weiter weg sieht, die Dächer passen gut zusammen. Ja. So. Jawohl, ja. Kommt in meine WhatsApp-Gruppe! Lass mich nachdenken. Nein. Hä? Warum bist du jetzt so? Also jetzt? Kaum gebe ich dir einen Lolli, steigst du bereitwillig in meinen Van, aber in meine WhatsApp-Gruppe kommt, das möchtest du wieder nicht. So, tja, Statue bauen. Ich glaube einfach, die perfekte Statue ist, wenn ich mich einfach immer angemeldet lasse und einfach hier so drauf stehe. Ja. Na, theoretisch kann ich einfach ja... Ups, hallo. Kannst ruhig näher kommen, alles gut? Aua! Ah. Ein bisschen Wasser gelandet, also immer auf. ja, ich kann jetzt natürlich kurz mal einfach eine Statue im Blender bauen und dass wir die einfach kurz einfügen. Oder so, stimmt, als extra Block, klar. Da kann man natürlich auch machen. Ja. Wäre auf jeden Fall so von den Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, auf jeden Fall am effektivsten, also am sinnvollsten. Ja. Dann baue ich hier einmal kurz den Brunnen und dann begebe ich mich zu Blender. Boing. Boing. Ich baue hier jetzt einfach kleine, also so Mini-Bohnen. Mal gucken. Gibt es denn hier sowas wie Bänke? Bestimmt nicht, ne? Doch, gibt es aber auch nicht benutzen. Keine Sitzmöglichkeiten benutzen. Leider. Aber alles, was ich finde, sind Stühle oder Sofa, ja. Aber so richtige Bänke, ja. So eine breiten. Ach so, nee, das da, die Mod hast du auch letztens deinstalliert mit dem neuen. Ah, verdammt. Das ja, waren stimmt. Bänke und so. So, auf Spar. Oh, dann brauchst du ein bisschen was aus Holzblöcken an sich. Also ein bisschen klassisch selber. Moment, ich muss mich mal kurz stumm schalten. Juhu! So, was nehmen wir denn da? Wie sollen wir das machen? Soll ich jetzt einfach in Blender oder soll ich Bildschirm abknüpfen, damit die Zuschauer das auch sehen? Oder? Ach so, na, ich hätte gedacht, dass du das so zwischen den Aufnahmen machst und wir dann einfach dann in der nächsten Folge einfach einführen. Das kann ich auch machen. Das dauert aber eigentlich auch nur 5 Minuten. Aber ja. Ich kann mal gucken, ob ich dich so. Kann ich dich schon Vollbild bekommen? Bildschirmpräsentation. Na, wenn ich Bildschirmabgriff habe, dann kannst du einfach auf Vollbild klicken, oben rechts. Ah. Okay. Tada. Welcome back. So. Welcome back.